Philipp ist hier. Philipp? Ja, ja. Alte Hippe, hast lange die Klingel. Servus. Servus. Servus, ich bin der Philipp aus dem wunderschönen Sondershausen. Sondershausen, Thüringen. Genau. Mensch, hallo Philipp. Und zwar, ich will heute ein kleines Interview mit dir führen. Du bist ja ein Collector. Du hast ja jede Menge Tattoos schon von unserer Louis. So ein, zwei. Ein, zwei, ja. Weißt du insgesamt, wie viel du schon hast eigentlich? Puh. Hast du mal mitgezählt? Ich glaube über 20. Über 20? Gott, das ist schon ja, beachtlich, muss ich sagen. Ne? Genau. Und seit wann hast du angefangen mit Tätowieren? Ja, also gut, wenn es jetzt abgesehen von Louis ist, dann mit 18, aber bei Louis jetzt vor knapp 3 Jahren. 3 Jahren, okay. Wie alt bist du da jetzt eigentlich? 20. Schön wär's, 29. 29 bist du alt, 29 Jahre jung, sagt man ja, ne? Nee, alt, ne? Genau. Und kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Tattoo erinnern bei der Louis? Ja, auf jeden Fall, das war hier der erste Part. Okay, das war ja. Diese Unterwasserwelt, ne? Genau. Hast du begonnen, damit ne? Hat man dann angefangen. Als Thema, ne? Okay, cool. Und ja, dann hat das kein Ende mehr genommen. Okay, man sieht's ja jetzt, ne? Ja. Und wie habt ihr die Motive zusammengestellt oder wie ist das? Oh, also es war ja mal relativ spontan. Also ich habe ja da Louis meistens freie Hand gelassen, was das anging. Das ist das Beste, was du machen kannst, ja. Ne? Genau. Man sieht ja die Ergebnisse, das spricht ja für sich. Und weißt du im Durchschnitt, wie viele Sitzungen das waren für den Arm? Ich glaube pro Arm 9, wenn ich mich nicht täusche. 9 Sitzungen? Ja. Oh, ist schon ordentlich, 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 ordentlich. Genau, und hast du jetzt den zweiten Arm ne, auch noch gemacht? Genau. Ne? Okay, mit was hast du da angefangen? Das war so, war das der erste Arm? Der erste Arm war das, ne? Genau, der erste Arm war die Unterwasserwelt und dann hat man auch wieder auf den Innenarm angefangen. Kannst du mal drehen ein Stück, bitte, dass man das mal sieht? Wo sitzen? Ja, ja, machen wir da eh nochmal. Blenden das dann nochmal ein im Video hier, genau. Ja. Cool, ey, hast du so eine nennt man das, Sonnenexplosion da innen hier? Nee, innen, aber das sieht ja so mega aus von hier, ne? Coole Sache. Wie viele Sitzungen hast du da gesessen? Weißt das noch? Waren, meine ich, auch 9, also es hat sich nichts genommen von der Anzahl. Oh, 9 Sitzungen, ja, von der Anzahl aber ungefähr gleich, ne? Genau. Genau. Da wolltest du so Karibik-Thema. Ja, so Weltall, Karibik. Ist also ein naturverbundener Typ. Genau. Das ist cool, Philipp, auf jeden Fall. Ich bin schon immer fasziniert und jetzt dann auch auf der Haut. Und darf man fragen, ob du schon auf Messen warst mit Louis? Des Öfteren, also ich meine auf 2 Messen, wobei bei der zweiten hat man ja 2 Termine. Also hast du gleich 2 Tage gebucht sozusagen? Genau. Wie machst du die Termine eigentlich bei Louis? Wie kann man die vereinbaren? Ja, wie hast du das gemacht? Per Mail oder telefonisch zum Öffnungszeiten. Achso, okay, oder so, ja genau, super. Und auf welchen Messen du warst, weißt du das noch? Das ist schon ein ganzes Stück her, ne? Würzburg. Würzburg? Das waren jetzt noch Hildesheim, genau, Hildesheim. 2-mal Würzburg und 1-mal Hildesheim war es. Okay, ist das da prämiert worden, das Tattoo, oder? Ja, wir hatten, das müsste ich lügen, ich glaube für die Hand einen Preis bekommen. Okay. Ich glaube hier für den hinteren Teil. Also mehrere Preise sogar gewonnen. Genau. Und also, cool. Am Bein hat man auch. Oh, das kannst du ja mal kurz zeigen hier, das ist ja sensationell, sieht es jetzt nicht richtig. Wir werden es dann, wie gesagt, alles nochmal schön einblenden hier im Video, werden das ja dann sehen. Ne? Genau, mega, 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 schön, cool, cool, auf jeden Fall. Und jetzt hat es den Jahr Pause, woran hat es denn gelegen, junger Mann? am Pokémon oder was? Ja. Ah ja, gut, das kann ich mir vorstellen, das ist ja ein Unikrat, ja. Ja, nee. Das... Aber wir müssen die bezahlt werden, ist es, ne? Klar. Richtig. Ja. Was hast du als nächstes jetzt geplant? Jetzt als nächstes dann die restlichen Lücken schließen am Bein. Okay, und dann was hast du denn noch? Warte, zeig mal, kann man das sehen? Ach, da hast du noch, genau, da hast du diesen Affen, ne? Genau. Genau, okay, schön. Und da schießt du die Lücken dann dazu. Genau. Sozusagen, und ja, schön. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Da bist du ja komplett, was hast du denn da außen für ein Horrormotiv? Wie ist denn das zustande gekommen? Das passt ja nun gar nicht zu deinen Naturmotiven. Wenn es immer so Horror her, da habt ihr mal einen Austicker gehabt. Oder? Ja, genau. Da habt ihr mal eskaliert. Coole bisschen, Sache. Ein bisschen offen sein für was anderes. Okay, nee, warum denn? Also ich sage ja immer, oder weiß nicht, wie du das siehst, ich sage immer, man soll sich ja ein Tattoo wegen der Bedeutung machen. Das ist ja sicherlich urgut, ne? Aber man kann ja auch ein Tattoo machen, weil es ihm einfach gefällt. Ja, ne? Einfach wegen Motiv. Körperschmuck. Also muss ja jetzt nicht immer eine Bedeutung haben, für dich zumindest.
Nee, muss halt gut aussehen. Was ist noch deine Zukunft, dein Plan? Ja, dann nach wie vor die restlichen Lücken schließen, also bis alles... Komplett, oder was? Bis alles zu ist. Wirklich? Irgendwann schon. Unglaublich. Oh, Hals und so. Auch. Wirklich, Louis, hörst du das? Das ist ja unglaublich, unglaublich. Na gut, hat ja, Louis hat ja, ja, Zukunft ist gesichert. Das ist ja, die kommt gut über die Runden, denke ich dann. Denke, ne? Ich auch. Nee, schön. Und mit was pflegst du deine Tattoos? Eigentlich ganz normal mit einer... Und in Heilsalbe, genau. Okay. Also es ist kein großes Geheimnis sozusagen. Nee, nicht wirklich. Also okay. Ich habe da keine Geheimtipps. Das okay, nee, super. Nee, wie gesagt, jeder pflegt das ja anders. Ich meine, es gibt ja nur hunderte Cremes, ne? Und Louis sagt gerade hier mit Spucke, ja, ne? Hallo, du bist der Ferkel. Ja, genau. Nee, gut, danke Philipp, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, um sehr dich gerne. Hier mal zu erklären und deine Tattoos und alles. Und wenn ihr noch mehr von Philipp wissen wollt, knallt in die Kommentare und genau. Was macht ihr denn heute? Was ist denn heute geplant hier? Zeig Krebs. Mal, ja. Den Krebs wollt ihr heute machen, ja? Ja, wir wollen. Wie an der Lampe, ja. Ja, wir wollen dieses Stücke hier machen und das vielleicht so ein bisschen auslaufen lassen. Also dass das jetzt unter das Äffchen kommt sozusagen hier. Oh, das Kackäffchen, ja. Hier drunter. Also dieser Part. Ich weiß jetzt noch nie, ob ich das richtig ausgedruckt habe sozusagen. Na, das Schwarz hier oben. Richtig ausfüllen. Das wird so ein bisschen Background sozusagen. Und dann kommt hinten an die Schlange an der Wade noch so eine fleischfressende Pflanze. Der Gimbel macht was er will. Nö, geht schon. Ja. Unser Hightech-Zeug hier, das ist ja, naja gut, alles klar. Gut, schön, dann werde ich dann nochmal filmen, oder beziehungsweise unser Max hier beim Tätowieren, und da seht ihr das mal im Video mit drin, genau. Okay, dann sagen wir ciao, arrivederci, danke Philipp, danke Louis, bis später. Achso. Wir wollen ja heute dem Philipp seine Wade ein bisschen schließen, dass das ein bisschen voller aussieht sozusagen, also dass es ein bisschen voll wird. Und man hat jetzt überlegt, dass man jetzt die Pflanzen hier noch eine hochziehen, einfach in die Lücke. So von der Größe her passt das, denke ich. Da wir hier die Schlange haben, oh Entschuldigung, ich kratze, tut mir leid. Da wir hier die Schlange haben und hier noch ein Stück Holz, machen wir das hier so ein bisschen im Background-mäßig ein bisschen Holz. Und das Grün, und hier ist der dann die Mr. Krabs, die Krabbe. Okay? Ja. Das. Filmst du schon? Achso. Wirklich? Ja? Ja? Ja, Mensch. Mensch, trotzdem. Also, das, puh, ich bin hier. Guck mal, ob sich der Gimbel wieder richtet. Ich glaube, der hat eine Kinder. Das klingt. Machen sollte. Ah! Oh. Das Technologie. Das kommt mit rein ins Video. Da kommt er ja! Ich dachte, du brauchst noch ein bisschen. Nö. Ich halte fest. Ach so, ich dachte, du willst noch hinziehen. Ach so, nee. Machen wir so rum. Das hier und das hier. Was? Also andersrum. Nein, so nicht. Nein! Das hier und das hier. Also richtig auf die Hüfte drehen, sozusagen. Warte mal. Auf die rechte Hüfte. Auf die rechte. Die ist die hier. Ja. Ja? So. Noch weiter. Noch weiter. Und das Bein nach hinten und das nach vorne. Sag das doch. Hab ich doch. Hä? Thank you.
So. Wir haben angefangen mit der Kabel. Genau. Drehen wir mal rum, Philipp. Die Beinchen haben wir schon. Hier an der Seite. Die sind so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen nee, im Fokus. Und gehen jetzt weiter hier rum. Weißt du eigentlich, die wievielte Sitzung das heute ist bei dir? Das müsste ich nachrechnen. Also vielleicht erfahren wir das ja im Ende des Videos, wie die Sitzung dann doch war. Da müssen wir erstmal rechnen, die wievielte Sitzung der Philipp jetzt da ist. Also ich würde mal jetzt schätzen, die 24. So. Hä? Erst? Ja. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Ja? Grob. Du bist ja noch neu hier. Ja, pro Arm 9, 18, 19 mit der Brust. 3 am Bein plus das 1, 2, 3. Das sind ja 2 Sätze. Ja, ich weiß. 3 plus das. 4, 5. Naja, es wird schon stimmen. So in dem So ungefähr. Wie viel war es jetzt? 24 sei jetzt einfach. Also wir sagen einfach so 24, 26, 45, irgendwie so. Irgendwas mit 20. Ist das schon ordentlich, ne? Und da bist du immer noch nicht voll, ne? Nee. Das. Also voll schon, aber. Bist du mit Auto gekommen? Ja. Nee. Nee, mit Bus. Genau. Das kannst du ja mal umdrehen. Mal kurz. Schaffst du das? Nee. Genau, die Schlange, die ist ja abgeheilt. Die haben wir auf der Messe gemacht. Und er hat gesagt, vielleicht habe ich da ein bisschen geflucht wegen der. Wahrscheinlich wegen der Schuppen. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen. Ja. Oh Gott, da haben wir bestimmt 8-9 Stunden gesessen, 100 pro. Da war ja, glaube ich, noch der Feueralarm dazwischen, wenn ich mich nicht da täusche. Da war der Feueralarm dazwischen, genau. Wir mussten mal raus. Und ich wollte in meinem Bahn, naja. Aber wir haben es noch geschafft, oder du? Aber wir haben es geschafft, genau. Jetzt hier die Pflanze angefangen. Hinten an der Wade. Jo, und da machen wir jetzt weiter. So, ihr seid wieder da. Mhm. Ich auch. Wir machen weiß und das gefällt dem Philipp nicht. Klar. Heute war der Philipp zu Gast. Habt ihr ja schon gesehen. Da konntet ihr ja schon ein bisschen was erfahren. Und gerade werden Fotos gemacht. Videos. Kann dir mal zeigen, wie das hier abgeht. Genau. Falls euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und
Philipp kommt bestimmt mal wieder. Garantiert.